Auch wenn Vampir auf dem medizinischen Wissen des Jahres 1918 basiert, wurden in Bezug auf die Verbindungen zwischen wissenschaftlichen Theorien und übernatürlichen Kreaturen zu künstlerischen Zwecken gewisse Freiheiten genommen. Anders gesagt, versuche nicht, irgendwelche Krankheiten mit Rezepten in diesem Spiel zu heilen. Darüber hinaus sind während der Entwicklung des Spieles keine Rattenzuschauer angekommen. 12 Dreams for the Red Queen under Crown of Stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Hä, was? Ich aufstehen. Ei. Oh Gott. Ja, ganz ruhig, Brauner. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße euch willkommen zurück am Stöge bei Vampire. Wir sind ja ein Vampir wahrscheinlich. Können wir hüpfen, können wir springen, können wir schlagen, können wir treten, fliegen, irgendwas verwandeln? Kajoken? Nee, geht gar nichts. Okay. Ich denke, wir sind gerade leicht lediert, deswegen ist ja alles schwarz-weiß, oder wir sind gerade frisch aufgestanden und das könnte der Grund sein. Von den lieben Herrn Protagonisten gerade, Mr. Vampir, der... Oh, ich sehe überall rot. Hat er eine allgemeine Farbenblindheit, also rot? Rot sieht er, oder? Okay. Dann gehen wir mal da lang. Da liegen auch noch ein paar Tote. Dort waren noch ganz viele Leichen. Dann haben die noch lecker Blut. Und Fass. Keine Wärme, keine... Oh, wir könnten... Aber ich will sie nicht töten. Haben wir nicht irgendwo noch eine Ratte? Nö, ich geh weiter. Ich muss? Ach, das ist eine Alpha-Wand. Ah.
Freut sich irgendwer uns zu sehen, glaube ich. Die umarmt uns ja. Ich weiß, ich wusste, du warst am Leben. Aber wir sind total im Rausch, kriegen nur die Hälfte mit. Nein, aus! Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Da hat der Mund viel zu weit. Aber sie lebt ja noch. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Christmas. Hold on! Please, hold on! Oh God. Oh no. Mary! Shit. No, no. Ganz toller Anfang. Danke, Dottner. Das ist mal wieder typisch. Bring gleich mal wieder jemand um, den wir lieben. Super, danke. Oh, Mann, die Entwickler, du. Ihr macht mich echt noch fertig. Ja, lass liegen. Verwischt schon. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Müssen wir jetzt abhauen? Ich glaube ja. These patrols are after me! No! Ja, ja. Don't shoot! This is a nightmare! Oh, die Maus sind ein bisschen aggro. Muss ich umstellen. Hucha! Ich will da hoch. Wie, ich kann jetzt hüpfen? Hä? This can't be. Okay. Over there. Ich kann mal nochmal nach. Was? Ja, ja, tschüss. Was? Monster? Wo? What's going on? Ich geh mal hier hin. Oh, Mary. What have I done? Ist ganz einfach, dass sie ausgenuckelt. Oh. Hast du eine Waffe? Now I can defend myself. Ja gut, du hast Vampirkräfte, tötet es. Who are you? Stay back! Sorry! But you left me no choice! Kann ich irgendwie aussaugen? Okay, ich glaube der falsche Augenblick für sowas. Ah, okay. Kann ich nicht hier irgendwo durch? Ich muss kurz die Maus einstellen. Ich habe gedacht, das wäre alles nicht so aggro. 3 bitte. Ja, schon viel besser. Die hat total aggressiv reagiert. Kann ich crouchen? Irgendwas? Nee, ich kann gar nichts. Kann ich mal hüpfen? Mann, was bin ich denn? Stupid Beast! Sorry! Jetzt saugen aus. Hallo, du brauchst was zum Essen. War doch nett. Sei ein bisschen so Ego-Vampir-mäßig. Lutscht halt keine Menschen aus, ist recht. Look at it. Fish is bugger. Please, stop. Who are you? Filthy piece of shit. Der ist mir ausweichen, check ich nicht ganz. What do you want? Das ist meine Ausdauer. Okay. Kapiert. Irgendwie muss ich auch wieder meine Lebensenergie auffüllen. Ich finde es gerade doof, dass wir noch so ein bisschen straight ran können. Ich hätte hier gerade alternative Möglichkeiten, ja? Hi? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me.
Oh, wir sind lichtempfindlich. Logischerweise. The sun. Feuerholz, wo soll ich sein? Verringert. Ah, ja, ja, Höchstwert, ja klar, das ist ja allgemeine Gesundheit verringert. Da liegen doch Sachen, ich hätte gerne die Kneifzange mitgenommen. I need to find somewhere to hide. Let me go! Just let my people go. I need to find shelter. It's locked, all right. Tür lässt sich nicht öffnen. Hier rein. Das Problem ist, einer weiß auch noch, wie wir aussehen. What is this place? Keine Ahnung, neues Zuhause vielleicht? Ach komm, das Vampir, da macht es easy. Jetzt aber. Keine falsche Mühe hier. This seems abandoned. Yep, so sieht's aus. Ja. Mach mal die Kerze aus, es ist Licht immerhin. Oh, wir haben hier Text. Nö, kein Text, nur ein Bild. Ah, wer ist das? Ich mag dich, Schwester. Ah, Blutgruppe A negativ. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Kann man den auslutschen? Nee, sieht schon ziemlich kaputt aus. Also nichts zum Essen, das ist schlecht. Wir brauchen Blut. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an eve. Ah. Die haben dich beraubt, das ist deine Uhr. Du bist ein Vampir, also so unmöglich ist es jetzt auch nicht. Eine Uhr gefunden. Ja, wissen schon, wie viel Uhr wir haben. Yay. Gibt's hier noch was? Schokolade? Schillinge. Okay, die ploppen einfach aus. Aus, auf. Details. Tab drücken. Feuer und Sonne. Blutsauger fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen. Aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich dachte gerade, okay, was ist das? Was gibt es für einen Satz? Ich habe mal persönlich einen Vampir an einem Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzte sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen und ich sah, was sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte, freizukommen. Am Ende war er nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zu Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahlbrüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Aus Kennt eure Feinde von Karl Eldricht, Anführer der Wache von Breven. Ah, wir haben Menü. Interessant. Schwäche der Vampir. Ach, es gibt ja Bücher, ist ja geil. Gibt ja, Waffe, einhändig, zweihändig, linke Hand, Feuerwaffen, okay. Waffenmodule, Proben und Inhaltsstoffe, Munition, Zera und Behandlungen, Blunder, Questgegenstände, aha. Ah ja, Leben 500, Blut 0, Ausdauer, okay.
Können wir uns ausrüsten? Das ist die Map. Ist hier nicht irgendwie unterteilt? Das wollte ich jetzt nicht. Markierung platzieren. F ist Markierung entfernen. Wenn ich draufklicke, ist. Ach, der bewegt sich hier so. Ah, okay. Und gut, mit der Maus bewegt er sich mit. Okay. Dann sind wir an South Rack. Dann haben wir hier noch River Tame. Tame. Gibt es hier noch irgendwo hoch? Ich glaube, hier gibt es einzelne Gebiete, meines Wissens nach. So, was haben wir hier? Keine Mission. Gesund, gereinigt, bedenklich, kritisch, feindlich. Ah ja, das sind die verschiedenen Gebiete und da gibt es verschiedene menschliche Arten und so. Null Bandstufe, okay. Keine Untersuchungen. Ah ja. Ah ja, okay, interessant. Geht's hier raus? I had better remain here until nightfall. Gut, jetzt aber. Bis zum Einbruch der Nacht, das heißt, wir suchen uns eine Schlafgelegenheit. Da wir hier eh nichts zu tun haben. Die Steuerung ist ein bisschen komisch. Auch ein bisschen ungewohnt, sagen wir es mal so. So, da ist auch nichts. Da hinten? Nee, auch nicht. Ich möchte mich ein bisschen umschauen. Nicht, dass wir irgendwo Loot vergessen. Ah, Spiegel? Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Ich bin der Unsichtbare aus dem fernen Land. Who goes there? A prayer for the sound of my warring song. A child born from darkness must take scent of his power. Who's there? Are you referring to me? Der hat dich Vampir verwandelt, Digga. No! No! Aber I still have so much to accomplish. Dann ist seine Schwester auch nicht tot. Weil der hat ja nicht das ganze Blut ausgesaugt, sondern nur einen Teil. I still have so much left that needs doing. Ja, erstmal andere Kleidung anziehen, ich bin ziemlich nach Leiche riechst, mein Freund. Nochmal 5 Schillinge, sehr gut. Gut, fürs erste Spiel von Dontnod in der Größenordnung ist eigentlich ganz gut. Bis jetzt. Oh, hat er sich eine Überdosis gegeben oder was? Ja, super. Super Drogensüchtige wieder. Hallo. Ach so, der hat den Kopf geschossen. Na, jetzt her damit. Ah, guck mal, der ist sogar noch. Da kann man den sogar festmachen, dass wenn die aus der Hand fällt, nicht auf den Boden fällt. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. Und was hast du jetzt getan? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Ja. No, it never got easy. Aha. Na gut, Heinz, es ist alles nicht einfach. Details, Revolver. Feuerrate, Nachladezeit, 15 Sekunden. Ach du Scheiße, Magazin, Schocken. Okay. Ah, Stufen erhöhen. Ah ja, wir können da. Ah, okay, wir können sogar. Ah, okay. Wir können also auch unsere Skills erhöhen. Was ist das? Blutiges Tagebuch. 15. Oktober. Schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art von Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge.
Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden, nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es, morgen ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lang alleine zu lassen. Ah, jetzt kann man schlafen. Will nicht schlafen. Ich glaube, wir müssen. Regenerieren wir uns dann hoffentlich? Ich hoffe es mal. Wir sind ein Vampir immerhin. Haben ein bisschen was gegessen von unserer Schwester. Ist ja in Ordnung. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Mein Gedanke ist halt, was machen wir? Alles ausrotten oder gehen wir einen friedlichen Weg und machen wir ein Zwischending? Ja, Karl! Das tötet so Menschen! Ich wollte sagen, kannst du eigentlich selber die Kugel geben? Hä? Schieß dir die Birne weg, mach's unmalig! Denk logisch. Ja, dann schießt er jetzt den Kopf weg. Was bringt das, dass du da reinschießt? Nee, will schießen. Muss ich? Oh. Kann man es einfach nicht weigern und dann hört er irgendwann von selber auf? So wie in Far Cry 5, einfach warten und nicht verhaften? Mal gucken, wer längere Geduld hat. Dieser komische Quietsch-Sound oder wir? Heute spielt Russland gegen Dubai, ne? Dubai? Dubai war es, glaube ich, ja. Ich glaube, da passiert nichts. Ach ja, dann knall dich halt ab. Oh, meine Fresse. Idiot, du bist ein Vampir, Mann. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Vampir? Was hast du noch ein Hemd? Das ist ja ganz toll gemacht. Ach, das ist ja ins Herz geschossen. Na ja, gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Entwicklung. Betten im Unterstopf ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Sammle Erfahrungspunkte, um Stufen aufzusteigen und deine Vampirsinne zu verbessern. Autografie. Beginne mit der Auswahl der verfügbaren Fähigkeit Autografie. Autografie. 200 Heilung. Verbrauchst dein eigenes Blut, um deinen normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Ah ja. Autografie. Okay. Ah, da haben wir Punkte, okay. Ah, ich muss draufbleiben. So, okay, kapiert. Ich habe noch 1500 Punkte. Okay, zurück. Was haben wir noch? 200, ein Schlag mit kurzer Reife, der alle Lebewesen von dir aufschlitzt. Du wirst einen Speer aus Blut der Gegner von dir durchbohren können. Abklingzeit kosten. Okay. Du erzeugst eine Schattenwolke an den Füßen oder deines Zieles. Nach einer kurzen Zeit wird die Wolke und verursacht schweren Schaden. Ja, gut. Ja, hab ich ja gelernt. Dann könnte ich im Grunde Stufe 6 benötigt. Ah, okay.
Der Angriffsgeschwindigkeit zu. Ach so. Du hast genügend EP, um eine Angriffsfähigkeit freizustellen. Will ich sie entscheiden, diese Frage. Ach so, müssen wir das echt machen? Dass ich kurz rein, die ausschlitzt. Der kann alles. 190, 220. Schatten. Kosten 25. Nahkampf. Wir nehmen mal das. Oder ein Blutspeicher, ich glaube, der hat sich weniger an. Sporen kann. Na, nehmen wir mal das. Ne? Der Vampir verwendet sein eigenes Blut und schleudert es wie ein Speer vor sich. Diese Art von Kraft muss für einige Vampire lange Zeit kanalisiert werden, ist jedoch auf weite und mittlere Distanz absolut tödlich. Vampire, die den Nahkampf meiden möchten, stellen sie ein mächtiges, übernatürliches Werkzeug dar. Wenn du dem Angriff eines Blutsaugers nicht entgehen kannst, dann versuche zumindest den Mund geschlossen zu halten. Ah ja. Ist ja. Habe ich auch ausgegeben. Und du? Bestätigen. Okay. Ah, nochmal so dann. Ah, okay. Ah, jetzt haben wir unsere Schwester doch komplett leer gesaugt. Und nun erstmal andere Kleidung. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Ja. So, was? Neue Mission? Was machst denn du, Spiel? Ist ja verrückt. Sammelobjekte. Was war das? Charakter. Mission. Kapitel 1. Quarantäne. Kapitel 1. Stelle Nachforschungen zu deinem Zustand her. Erreiche die Northbank. Okay. Gibt's ja auch irgendwas? Weißt du, welche Fähigkeit ich habe? Wo gehe ich jetzt hin? Kann ich nichts essen oder so? Klopf, klopf! Ich glaube, der will wer rein. Ich sollte mal aufmachen. Oh, was ist da? Where is it? It's closed. These people want me dead. I need to leave now. Yep. Kann ich jetzt mal klettern oder sowas? Here's the leech. Here. Oh fuck you. My head's spinning. Ja, so teleportieren ist nicht immer so eine einfache Sache. It's locked. Alter, da ist ein Buch. Kann ich das looten? Nee, kann ich nicht. Nebenwaffe. Nebenwaffen können durch Drücken von Rechtsklick verwendet werden. Mit ihnen kannst du Spezialangriffe ausführen, die Ausdauer verbrauchen. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Nö, nichts zum Abkrabbeln. Ich bin enttäuscht. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Huch. Drücke rechtsklick, um einen Pflock zu wenden und Schockschaden zu verursachen. Du kannst einen geschockten Feind beißen. Die, Vermin! Drücke F, um einen geschockten Gegner zu beißen. Drücke den Biss. Durch den Biss erhältst du Blut, das für Fähigkeiten verwendet wird und deine Gesundheit wieder auffüllt. Okay. Dann sauge ich dir mal leer. Jo. There's a strength. A strength I never knew I had. This shouldn't be possible. Cool. Every fiber of my being is a fire. Bist du jetzt doof? Hallo? I feel like a child learning the limits of my body. Also ist ein bisschen noch gewöhnungswürdig, das Kampfsystem hier.
Au! Ah, okay. Manchmal muss man zweimal schlagen. Kapiert.